Danny, was machen wir jetzt? Sag mal schnell. Bist du müde? Kann ich das nicht. Das sind die Bilder, die Leute sehen wollen. Kann ich mehr. Kann ich mehr. Tag 3. Game over. Moin, moin. Wir sind jetzt gerade eben hier aus dem Hotel in Hamburg ausgecheckt und wir sind noch ein klein bisschen müde. Aber das Wetter passt, ist cool. Wir fahren jetzt mit dem Taxi zum Flughafen in Hamburg und dann geht es weiter nach Karlsruhe. Und von Karlsruhe geht es dann weiter nach Landau, weil wir heute Abend in Landau nochmal den richtigen fetten Abschluss spielen. Und ich hab Bock ohne Ende. Hamburg Flughafen, auch wirklich schön. Wir sind ein bisschen durch. Bisschen wenig geschlafen, aber Bendeman ist guter Stimmung. Auf nach Landau. Läuft bei uns, auf nach Landau. Was? Also so, man kommt durch die Sicherheitskontrolle durch, freut sich, dass es gleich losgeht und dann denkt man, man hat noch 10 Minuten und dann guckt man und denkt, ach scheiße, ich muss noch 7 Minuten laufen bis zum Gate. Ja, dann lass mal los. Also, lass mal loslaufen. Wirklich hübsch hier, ne, oder? Das sind ja 40 Jahre, dass wir wohnen. Das ist schon Karsten. Karstenbier. Haben wir schon eine Karsten-Cola? Karsten-Cola oder Karsten-Coach? Ja. Der Flug braucht 10 Minuten länger heute, weil er noch nicht sauber ist. Und Dandeman tut sich die Zeit damit vertreiben, indem er einfach noch ein bisschen was zu essen braucht. Der Melo-Kind, der ist aber auch verfressen. Na, Gott sei Dank läuft hier RTL 2. Intelligenzfernsehen am Hangenburger Flughafen, RTL 2. Kann man machen. Hast du was zu essen gekauft? Nein. Ich habe gerade gesagt, du hättest was zu essen gekauft. Enttäuscht mich ein bisschen. Ich hätte gerne was zu essen, aber ich bezahle nicht für ein Sandwich 18,90 Euro. Es waren 4,50 €, aber ist trotzdem teuer, ne? Nein, es waren 18,90 €. 8,90 €? Nein, 18,90 €. Mhm. Ich habe dir ein Wasser mitgebracht, weil du als Zeichen meiner Dankbarkeit, weil du dich immer so gut um mich sorgst. Ich bin halt ein Netter. 4 Euro von mir. Gut gelandaut in Landau. Wir sind jetzt im Hotel angekommen und ja, es ist schön ländlich hier. Wir haben schon gehört, es ist eine Studentenstadt. Es wird also wahrscheinlich eine coole Party. Der Kollege hat sich schon etwas zur Ruhe gelegt. Ja, deswegen etwas im Hotel chillen. Wir haben jetzt 14 Uhr und mal ein bisschen die Füße hochlegen, Video-Footage checken, nochmal über die Musik gehen und dann dritte Runde, dritter Tag und ihr seid dabei. Die ganze Zeit links, rechts gucken. Die Augen sind so weit links und rechts davon. Da wäre die wahrscheinlich schon ein Sichtwinkel von 280 Grad. Das ist wie so eine 360-Grad-Kamera. Hallo zusammen, guten Tag. Es ist jetzt der dritte Tag vorbei. Landau war auch echt eine coole Party gewesen. Wir hatten die DJ-Booth, wie ihr gesehen habt, genau in der Mitte von der Location. Das sah auch cool aus und auch echt Spaß gemacht. War was ganz Besonderes. Als Fazit müssen wir sagen, wir sind fast 2.500 Kilometer in 3 Tagen. Also wir sind nochmal rumkutschiert.
Also haben 2.500 Kilometer zurückgelegt fast, ne? Ja, 2.500 Kilometer. Und das war schon ein bisschen anstrengend, hat aber letztendlich doch super viel Spaß gemacht. Man hat wieder viele neue Freunde bzw. Leute kennengelernt. Und ja, aber letztendlich freut man sich jetzt auch wieder, wenn man zu Hause ins Bett kommt. Ne? Ja. Und man muss sagen, wir wollen unseren Job eigentlich gegen nichts auf der Welt tauschen. Aber nach 3 Tagen weiß man auch, was man gearbeitet hat. Und letztendlich ist es ja nicht nur die 2 Stunden auflegen, sondern dieser ganze Reisestress. Wir waren jetzt fast 4 Tage nicht zu Hause. Ja, stimmt. Oh, ist Donnerstagmorgen um 10 Uhr. Deswegen, wir freuen uns, wenn wir auch bei euch mal auflegen können. Und für die anderen Teile fällt mir noch ein, die anderen Teile findet ihr in der Videobeschreibung, also hier Richtung Knie von mir. Und das war's. Dende und Ramirez dann sagen ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.